Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat zuletzt in ihrer Klageschrift gegen Binance darauf hingewiesen, dass auf dieser Handelsplattform unregistrierte Wertpapiere in Anführungszeichen gehandelt werden. Also die SEC stuft Kryptowährungen wie Cardano, Solana, Polygon und so weiter als Wertpapiere ein. Und Binance hat nach Meinung der SEC keine Berechtigung, diese Coins auf seiner Plattform zu handeln, weil Binance einfach keine entsprechende Registrierung hat. Binance wiederum und auch Cardano wehren sich natürlich gegen diese Vorwürfe. Das hat aber nicht verhindert, dass zuletzt die Kryptowährung ADA deutlich abgestürzt ist, nämlich um über 30%. Und jetzt ist natürlich die Frage, sollten Investoren diesen Crash zum Einstieg nutzen? Und genau darüber und vieles mehr sprechen wir gleich im Aktienvideo. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptoReport. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklären. Ja, wie wir aktuell sehen können, testen wir gerade ein neues Kamera-Setup mit neuer Kamera, höherer Auflösung und vielen Dank an mein Team dafür und auch an die Telekom, die mir eine höhere Bandbreite jetzt zur Verfügung gestellt hat, damit ich euch diese Inhalte überhaupt näher bringen kann. Also bitte kurz in die Kommentarliste, wie euch das neue Setup gefällt. Wir testen hier gerade rum, es kann sich noch das ein oder andere ändern. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, denn wie ihr wisst, die Kryptobranche steht hier momentan massiv unter Druck. Die SEC würde hier am liebsten diverse Altcoins wie zum Beispiel Cardano wegregulieren. Und daher ist es kein Wunder, dass zuletzt diese Kryptowährung ADA deutlich gefallen ist. Einer der Hauptgründe, warum Cardano zuletzt so deutlich eingebrochen ist, ist natürlich diese Klassifizierung als Security, als Wertpapier, denn damit setzt man diese großen Kryptobörsen wie jetzt Binance, Coinbase und so weiter unter Druck, die diese Coins bislang gehandelt haben, denn diesen Börsen droht natürlich dann eine hohe Strafe, wenn sie das weiterhin tun, und das dürfte zuletzt auch den Online-Broker Robinhood abgeschreckt haben. Robinhood hat zuletzt erklärt, dass man verschiedene Coins wie zum Beispiel Cardano, Solana, Polygon und so weiter per Ende Juni delisten wird. Das bedeutet, diese Robinhood-Kunden können dann diese Coins nicht mehr handeln und sind dann mehr oder weniger zum Verkauf gezwungen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Preise dann deutlich fallen, vor allem weil eben Robinhood ein wichtiger Player in den USA ist mit über 23 Millionen registrierten Kunden und 11 Millionen aktiven Tradern im Monat. Und daher muss man sich nicht wundern, wenn dann die Preise derart stark fallen und diese Kryptowährung ADA dann um über 35% fällt. Bei Cardano wehrt man sich naturgemäß gegen diese Vorwürfe, allen voran Cardano-Mitgründer Charles Hoskinson. Er hat diese Einschätzung, Klassifizierung deutlich zurückgewiesen. Er hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet und darauf verwiesen, dass Cardano im Jahr 2015 als quelloffenes Software- und Blockchain-Projekt gegründet wurde. Dann zwei Jahre später, im Jahr 2017, fand dann ein ICO, also ein Initial Coin Offering, statt, und das fand dann auch nicht in den USA, sondern in Japan statt. Und dabei wurden auch nicht Coins direkt an die Anleger und Investoren verkauft, sondern es wurden quasi nur Gutscheine ausgegeben. Diese Gutscheine konnten dann später in Tokens gewandelt werden, aber US-Anleger oder Investoren waren in diesem Prozess nicht involviert. Es wurden hier keine Tokens gegen Dollar verkauft, sondern das Ganze wurde letztendlich gegen Bitcoin und japanische Yen ausgegeben, und US-Anleger blieben damit weitgehend außen vor. Und daneben hat sich auch der Cardano-Entwickler Input-Output zu Wort gemeldet und in einem Blogbeitrag gemeint, dass eben diese Kryptowährung ADA unter keinen Umständen ein Security ist. Also diese Leute scheinen sich sehr sicher zu sein. Und das liegt zum Teil auch daran, dass eben diese Cardano-Stiftung nicht in den USA sitzt, sondern eben in Zug in der Schweiz und damit nicht der Gerichtsbarkeit in den USA unterliegt. Und von daher wirken diese Vorwürfe der SEC schon etwas abenteuerlich. Input-Output hat dann erklärt, dass man weiter proaktiv mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten wolle, damit man hier auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber dieses Dementi hat nicht verhindern können, dass eben diese Kryptowährung ADA zuletzt deutlich abgestürzt ist. Und wie es mit Cardano momentan aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Cardano-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance. Und heute ist der 15. Juni am Donnerstagvormittag. Und wir können den Kurs der Kryptowährung ADA bei 25 Cent in etwa sehen. Cardano ist ja in den letzten Tagen regelrecht abgestürzt, Anfang Juni noch bei etwa 38 Cent, und dann ging es massiv nach unten. Und sowas passiert natürlich, wenn der Staat hier eingreift und die Leute quasi
zwingt zu verkaufen. Also Robinhood hat sich ja entschieden, wie gesagt, die Assets zu delisten und dadurch ist natürlich dieser Verkaufsdruck entstanden. Cardano hat sich ja in den letzten Monaten eigentlich stabilisiert, also bei etwa 24 Cent Ende 2022 und dann ging es teilweise um fast 100% nach oben auf 46 Cent im Mitte April. Dann folgte eine Konsolidierung und Cardano konnte sich dann oberhalb dieser 200-Tage-Linie stabilisieren. Aber dieses Szenario ist jetzt vom Tisch. Wie gesagt, Cardano massiv unter diese Unterstützung gefallen und es droht hier auch ein sogenanntes Death Cross, also diese 50-Tage-Linie wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen diese 200-Tage-Linie von oben nach unten schneiden. Außerdem ist es so, dass dieser Trendfolgeindikator MACD weiterfallende Kurse anzeigt. Also wir haben hier dieses Bearish Crossover vom 5. Juni und das hat im Prinzip diesen Abwärtstrend auch richtig angezeigt und noch macht der MACD hier keinerlei Anstalten zu drehen. Also die Signale stehen hier auf weiterfallende Kurse. Auch wenn der RSI, der relative Stärkeindex, hier massiv überverkauft ist, also das ist oder war in der Vergangenheit immer eine gute Kaufchance. Wir haben das zum Beispiel auch im Dezember 2022 gesehen und auch im Oktober 2022, als die Kurse dann wieder reagiert haben und wieder deutlich gestiegen sind. Also ich erwarte hier auch eine technische Gegenreaktion, aber nur dann, wenn sich die Situation an der Regulierungsfront stabilisiert, also wenn jetzt auch Coinbase und Binance USA sich quasi aus Amerika zurückziehen müssen, notgedrungen, dann würde ich hier nochmal Verkaufsdruck und auch nochmal niedrigere Kurse erwarten. Ich kann mir dann vorstellen, dass die Kurse dann sehr schnell Richtung 20 Cent und möglicherweise sogar tiefer fallen. Das könnte durchaus möglich sein und es ist ja so, dass das Umbalancevolumen jetzt auch einen Knick nach unten erlebt hat. Wir waren ja hier im Aufwärtstrend seit Ende 2022, haben ja die Großanlegerpositionen aufgebaut und das könnte sich dann umkehren, dass die Anleger, die Großanleger dann auch quasi gezwungen werden, hier zu verkaufen. Das wäre dieses Negativ-Szenario, das man im Hinterkopf behalten sollte. Zuletzt, wie gesagt, erhöhter Verkaufsdruck letzte Woche. Auch im Jackie Moneyflow, im CMF. Es gab eine kleine Gegenbewegung, also hier hat sich leichter Kaufdruck gezeigt, aber momentan das CMF wieder im Minus, deutet ebenfalls auf weiter sinkende Kurse hin und das 50-Tage-Momentum ist ja sowieso im Abwärtstrend und das ist eben kein gutes Zeichen. Das spricht für weiter fallende Kurse bei Cardano und auch im Wochenchart sieht es leider nicht besonders gut aus. Cardano ist hier an dieser, ja, 50-Wochen-Linie quasi abgeprallt, gescheitert und auch im Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht ein Bearish Crossover. Der MACD auch auf Wochensicht deutet hier eher auf weiterfallende Kurse hin. Also das sieht nicht besonders gut aus. Einziger Lichtblick, wie gesagt, der RSI auf Wochensicht auch schon fast Richtung überverkaufte Situation. Also es kann oder besteht zumindest die Möglichkeit, dass sich die Kurse oberhalb von 20 Cent stabilisieren. Wie gesagt, im Dezember die Kurse haben sich hier bei etwa 24 Cent stabilisiert und das könnte ein Szenario sein, dass sich die Kurse auf diesem Niveau stabilisieren, unter der Voraussetzung, dass sich das Ganze mit der SEC wieder etwas beruhigt. Cardano selbst arbeitet ja an der Weiterentwicklung, zum Beispiel dieser Web3-Wallet Laze bekommt hier finanzielle Unterstützung. Man hat zuletzt auch diesen Web3-Browser Brave integriert. Und ansonsten ist es so, dass Cardano sich hier anders aufstellen möchte. Vor allem der Cardano-Entwickler IOG. Hier ist von einem Venture-Studio-Modell die Rede. Und genau darüber wollte ich mit euch jetzt noch kurz vor der Kamera sprechen. Also Cardano aktuell schon stark überverkauft und die Analysten von Sentiment sehen dadurch eine Kapitulation der Trader und dadurch eine Art Buy-the-Dip-Möglichkeit, also eine Kaufmöglichkeit, weil dieses ADA-Volumen zuletzt gestiegen ist und auch die Aktivität auf dem Netzwerk gestiegen ist und auch in den sozialen Netzwerken haben wir ein Hoch zuletzt gesehen und im Normalfall würde ich das ebenfalls so sehen, aber wir haben momentan eine Sondersituation, eine Klagewelle der SEC, von daher gehe ich davon aus, dass wir die Tiefkurse noch nicht gesehen haben, nicht nur bei der Kryptowährung ADA, sondern auch bei anderen Kryptowährungen, daher bin ich momentan
etwas vorsichtig. Ich habe privat nur ein bisschen was gekauft, aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Wie gesagt, das ist hier keine Anlageberatung, das ist nur meine private Meinung und Vorgehensweise. Von dieser ganzen Misere und Klagewelle könnten letztendlich dezentrale Finanzprojekte profitieren. Wir haben zuletzt schon gesehen, dass sich hier Handelsvolumen auf dezentrale Börsen verlagert. Uniswap ist ja zuletzt mit Version 4 an den Start gegangen. Und genau über dieses Thema sprechen wir dann am kommenden Samstag im Crypto Report. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch jederzeit kostenlos anmelden. Und dann verpasst ihr auch die Gewinner und Verlierer der Woche nicht mehr. Wie bereits vorhin kurz angesprochen, hat die Cardano-Entwicklungsgesellschaft Input-Output zuletzt eine Restrukturierung vorgenommen. Man möchte sich mehr als eine Art Venture-Kapitalfirma aufstellen. Bedeutet, man gliedert einzelne Bereiche aus, wie zum Beispiel dieses Sidechain Midnight oder dieses Identity-Framework Prism oder auch diese Web3-Wallet Lace sollen hier in extra Unternehmen, eigenständige Unternehmen quasi weiterentwickelt werden. Diese Sparten sollen dann letztendlich vielleicht sogar einen eigenen Firmenchef erhalten und dadurch möchte Cardano insgesamt effizienter wachsen. Also die Idee dahinter ist einfach, dass man die Entwicklung dieser Infrastruktur unter dem Dach der Input-Output behält und die restlichen Sparten quasi ausgliedert, sodass eben Cardano insgesamt viel effizienter und schneller wachsen kann. Cardano-Mitgründer Charles Hoskinson geht davon aus, dass so im Jahr 3 bis 5 neue Unternehmen quasi ausgegliedert werden und insgesamt soll dadurch, wie gesagt, Cardano effizienter und schneller wachsen können. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also durch eine Restrukturierung möchte sich diese Cardano-Entwicklungsgesellschaft Input-Output besser für die Zukunft aufstellen, damit eben Cardano in Zukunft noch schneller wachsen kann. Ansonsten bewerte ich das Vorgehen der SEC als eine Art, böswilligen Versuch, diesem speziellen Krypto-Projekt hier zu schaden. Und ähnlich kritisch sieht das übrigens auch der ehemalige Cyber-Security-Chef von der SEC. Er bewertet das Ganze als eine Art unfaire Veranstaltung, weil eben die SEC in der Klageschrift bei Binance einfach irgendwelche Coins reinschmeißt, die vielleicht Securities sein können, aber hierfür keine konkreten Beweise vorliegt. Also das ist schon ein sehr fragwürdiges Verhalten von der SEC, würde ich meinen. Und dennoch glaube ich nicht, dass die SEC den Siegeszug von Krypto und Blockchain aufhalten wird, denn diese Technik hat bereits bewiesen, dass man eben bestimmte Probleme oder Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Auslandsüberweisungen oder das Management von digitalen Identitäten viel effektiver managen kann. Und daher sehe ich nach wie vor eine große Zukunft für Blockchain und Kryptowährungen, auch wenn sich momentan die SEC gegen diese Innovation wehrt. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr Cardano? Seht ihr die aktuellen Kurse schon als Kaufchance an? Habt ihr vielleicht schon gekauft? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Dienstag geht es dann voraussichtlich um den Bitcoin oder um Ripple, je nach Nachrichtenlage. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.